Das ist der Bahnhof von Heide. Hier wurde alles neu gebaut, auch die Treppen. Als ich das erste Mal hier oben stand, habe ich gedacht, ich gucke in einen Abgrund. Das ist wie im Gebirge. Ich war so schockiert, dass ich gleich den Rückzug angetreten habe. Die Treppe ist sehr gefährlich. Tja, hier kann man eben nicht einfach so rauf und runter gehen. Da muss man sich schon konzentrieren. Ich bin vom Zug gekommen, wollte mit meinen beiden Taschen die Treppe runtergehen, stolperte und fiel die letzten Treppen herunter und lag unten mit beiden Taschen am Boden. Reisende mit großen Füßen müssen eben besonders gut aufpassen. Ich habe Schuhgröße 45 und da findet man kaum Halt, weil da der Schuh drüber steht. Na, seien Sie doch froh, dass Sie nicht Schuhgröße 48 haben. Außerdem wurde nachträglich ein Geländer eingebaut. Da kann man sich doch dran festhalten. Nur dieser Bedenkenträger von der Stadt hat immer noch was zu meckern. Die Treppe, die ist zu schmal in den Auftritten und wesentlich zu steil in den Neigungsverhältnissen dann. Das ärgert uns hier in Heide doch schon ziemlich, dass die Bahn uns so eine steile Treppe hergesetzt hat. Wir haben auch ein Gutachten vom TÜV Nord. Da steht es auch drin. Das geplante Steigungsverhältnis von 17,2 zu 28,0 erfüllt die Sicherheitsregeln nicht ideal. Nicht ideal. Das sieht die Bahn ganz anders. Sie schreibt, die Treppe ist regelkonform gebaut worden und mit allen Beteiligten abgesprochen. Und schließlich gibt es doch auch Fahrstühle hier. Da braucht man doch gar nicht Treppen steigen, oder? Ich wollte ja den Aufzug nehmen, aber der war wieder mal defekt. Es blieb mir keine andere Möglichkeit, als hier diese Treppe zu benutzen. Ach, Übung macht den Meister. Hier können Sie Tag und Nacht trainieren, so viel Sie wollen, damit es irgendwann auf die neuen Treppen im Bahnhof von Heide klappt. Ohne Sturz.